Im Labor wurden zwei Zellkulturen angelegt und oxidativem Stress ausgesetzt. Neben der Zellkultur auf der linken Seite wurde das Quant-Arc-Armband gelegt, auf der rechten Seite blieb die Zellkultur ungeschützt. Auf der ungeschützten Zellkulturseite kann man sehr gut erkennen, dass Zellen beginnen, in die Apoptose, also den programmierten Zelltod, zu gehen. Es gibt außerdem starke Zellmembranschäden. Die durch Quant-Arc geschützte Zellstruktur auf der linken Seite bleibt dagegen in ihrer Gesamtheit intakt. Somit ist hier sehr schön die ausgeprägte protektive Wirkung, also die Schutzfunktion des Quant-Arc-Armbandes, auf den Erhalt der Vitalität der Zelle in dynamischer Form zu erkennen.